Die alten Stromzähler machen Platz für die modernen Messeinrichtungen. Was die alles können und was sie beachten müssen, erklären Ihnen wir, die Stadtwerke Haldensleben, in diesem Video. Familie Müller wohnt in Haldensleben und bei ihnen zu Hause ist immer etwas los. Während Vater Tom und Sohn Ben an der neuen Modelleisenbahn bauen, arbeitet Mutter Tanja am Laptop im Homeoffice. Die Tochter des Hauses, Mona, wäscht ihr Lieblingsoutfit und hört dabei laut Musik. Natürlich verbrauchen sie dabei Strom. Wie viel das genau ist, kann man am Stromzähler im Keller ablesen. Das machte man bisher nur einmal im Jahr, um den Zählerstand abzulesen, erinnert sich Tom. Jetzt kommt aber ein neues Gerät, das noch mehr kann. Alle alten analogen Stromzähler in Deutschland sollen durch ganz neue Geräte ersetzt werden, die man auch moderne Messeinrichtungen nennt. Aber warum gerade jetzt? Anlass ist das in 2016 beschlossene Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende. Um zu wissen, wie man clever Geld einsparen und die Umwelt schonen kann, muss das Messwesen ebenfalls digitalisiert werden. Mit smarter Technologie. Bis 2032 sollen fast alle Haushalte in Deutschland mit diesen modernen Messeinrichtungen ausgestattet sein. Auch die Stadtwerke Haldensleben versorgen die Kunden im Netzgebiet mit neuen Messeinrichtungen, so auch Familie Müller. In einem Brief erfährt Familie Müller, dass der Einbau in frühestens 3 Monaten bei ihnen geplant ist. 2 Wochen vorher melden sich die Stadtwerke Haldensleben dann konkret mit einem Termin. Bald ist es soweit. Der Monteur steht vor der Tür. Familie Müller ist gerade zu Hause und schaut ihm über die Schulter. Beim Einbau erklärt der Monteur, was das neue smarte Gerät so alles kann. Der digitale Stromzähler sieht echt ganz anders aus als der alte analoge, stellt Ben fest. Und sie können auch mehr, erklärt der Monteur. Wo der alte Stromzähler nur den Zählerstand anzeigte, kann dieses Gerät zusätzlich den Verbrauch der letzten 24 Stunden, der letzten 37 Tage und auch den Verbrauch der letzten 2 Jahre anzeigen. Tanja erklärt ihren Kindern, dass das sehr praktisch ist, denn jetzt kann man sehr viel leichter herausfinden, wo man Strom einsparen kann. Tochter Mona stellt eine clevere Frage. Was ist mit dem Datenschutz? Kann jetzt jeder Mieter im Haus nachsehen, wie viel Strom die anderen verbrauchen? Nein, erklärt der Monteur. Die Daten sind mit einer PIN gesichert, die sich die Kunden gegen Vorlage des Personalausweises bei den Stadtwerken Haldensleben abholen können. Bald ist es soweit. Die PIN ist abgeholt und Familie Müller probiert das Ablesen direkt aus. Das neue Gerät kann entweder über einen Taster oder über einen Lichtsensor bedient werden. Wenn man diesen mit einer Taschenlampe anleuchtet, ist es so, als ob man den Taster drückt. Das Gerät erkennt 2 verschiedene Arten des Drückens bzw. Anleuchtens. Kurzes, unter 2 Sekunden und langes, über 5 Sekunden. Einmal kurz anleuchten bzw. drücken aktiviert die Eingabe. Danach kann die PIN-Zahl 3124 eingegeben werden. Kurz hintereinander leuchtet Herr Müller 3-mal auf den Sensor. Die Zahl 3 wurde erkannt. Er wartet kurz und das Gerät wartet dann auf die nächste Zahl. Nachdem die PIN so korrekt eingegeben wurde, kann Herr Müller auf die persönlichen Daten zugreifen. Mit jedem Anleuchten springt der Stromzähler zur nächsten Information. In der Anleitung steht ganz genau, welche Eingabemöglichkeiten es gibt und was die Zahlen bedeuten. Familie Müller ist sehr zufrieden und wirft ab jetzt ab und zu einen Blick auf die neue moderne Messeinrichtung, um Stromfresser im Haushalt schneller ausfindig zu machen und Geldbeutel und Umwelt zu schonen. Dank smarter Technik der Stadtwerke Haldensleben.